Ah. Okay. Wo bin ich denn hier jetzt? Ist das der Anfang? Das ist der Anfang. Krass. Ja, stimmt. Ich muss ja da hoch. Och man, das mit der Ausdauer ist immer so nervig. Oh, krass. Und los. Yeah. Schade, gab es keine Ausdauerfrucht. Ach, du schon wieder, Kleiner. Komm mal her. Alter, wie ich zitter. Ach, dann halt ohne. Zeig mir, was du kannst. Ah! Schmuckschädel. Nice. Ja gut, ich jetzt besser lösen können. Oh scheiße. Hä, hey, der sieht mich gar nicht. Wie dumm ist der denn? Okay. Ha! Hat nicht so geklappt. Oh scheiße. Und Fangstoß. Ah. Zack. Ja, ist ja gut. Ja, warte doch. Alter, halt mal deinen Mund. Das hast du verdient. Einfach so die Nachbarn zu belästigen. Das macht man nicht. Hallo? Okay. Hier kann man auch noch was wegsprengen. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh, wir gehen da rein. Was gibt's denn da Schönes? Oha. Oh shit. Was? Hallo, ich sehe, dies ist dein erster Besuch bei mir. Danke, dass du hier vorbeischaust. Mein Name ist Kipolino. Es freut mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen. Ich habe die Aufsicht über die Risiko-Rubinjagd. Du kannst so lange nach Rubin graben, wie du auf der Bombe, bis du auf zur Bombe stößt. Möchtest du in das Risiko-Rubinjagd gehen? Ja, ich mach mal Anfänger. Das ist so ein Minispiel. Das Empfänger bietet wenig Orte zum Graben, genau das Richtige für Einsteiger. 30 Rubine, okay. Oh, ich hoffe, du gräbst teilweise Rubine aus, viel Glück. Ja, danke. Werde ich brauchen. Und es geht los. Okay. Yeah. Ja, genau. Ich hatte schon immer so viel Pech. Gibt's auch ein Herzteil? Nee, ne? Doof. Du hast den Rubin ausgegraben. Hast du einen ziemlich großen Verlust hinnehmen müssen. Es tut mir wirklich leid für dich. Tipp gefällig? Hör gut zu. Rubine mit niedrigen Werten haben selten Bomben in ihrer Nähe. Je wertvoller die Rubine, desto mehr Bomben befinden sich um ihr herum. Solltest du beim Graben, ersten Graben direkt auf eine Bombe stoßen, dann hast du wohl Pech. Du solltest es gleich nochmal versuchen. Ach nee, ein andermal, Alter. Bitte komm, bitte wieder. Ja, ja. Gut. Wissen wir Bescheid, ne? Der gute... Ich hab den Namen wieder vergessen. Egal. Der gute Maulwurf. So, dann gehen wir mal hier rüber. Ich will jetzt nicht so wirklich aus der Story rausschweifen. Oh, was liegt denn da Hübsches? Ja, nice! Einen Bernsteinhalbmond! Yeah! Dankeschön! Okay! Und wir gehen da hoch! Oh, top und hopp und hopp! Komm! Yeah! So muss das sein, Link!
Oh! Oh, Käfer. Ja. Yeah. Ach, ist das schön. Zack. Wow. Ja, Leute. Da habe ich gerade mal das Mikro weggeschrüttelt. Geschüttelt. Tut mir leid, falls man das jetzt voll laut gehört hat. Aber irgendwie muss ich hier auch ein bisschen Raum, Freiraum haben. Oh, shit. Oh, es wird knapp. Okay. Zack! Jo. Jo. Und? Du bist weg. Oh, scheiße, mit der Ausdauer. Nein! Ah! Knapp. Oh, jetzt geht auch da hoch, bitte. Bitte. Hä, die wurden gerade überrollt. Wie geil! Ich sehe nichts. Alter! Ah! Alter! Oh! Hä? Wie dumm? Ich habe gerade zwei auf einmal getötet. Oh ne, der eine lebt noch. Au! Scheiße, was sind das denn für Arschlöcher? Okay, jetzt aber. Hast du nicht mitgerechnet, hä, du Penner? Warte mal, der hat gerade irgendwas gedroppt. Ja! Nein! Oh, ich hab so Pech. Scheiße, meine Leben. Oh, sie müssen es hier vergraben, aber ich finde nichts. Bist du sicher, dass es hier war, Fairy? Und was machen wir eigentlich? Den Schlüssel, mein Freund. Aha. Sie haben den Schlüssel zu diesem Tor zerbrochen und die Einzelteile versteckt. Und eins noch, von diesen fünf Teilen muss ja einer sein. Ne, fünf Teile müssen hier sein. Sorry, Alter. Hast du dieses seltsame Aussehen den Menschen mit den blonden Haaren gesehen, der hier hineingebracht wurde? Ja, bestimmt haben sie etwas Wichtiges versteckt, Mann. Und der Mensch war bestimmt Teil eines unglaublichen Plans. Ich wittere Schätze, Mann. Aber was machen wir denn mit den ganzen Einzelteilen des Schlüssels? Wir öffnen damit das Tor und reißen uns drin sämtliche Schätze unter den Nagel. Was denn sonst, Alter? Aber können wir uns nicht einfach hineingraben? Scheiße, Alter, du hast voll die geile Idee. Lass machen. Gebieter. Ich habe dir etwas zu berichten. Ich konnte aus dem Gespräch mit dem Mogma eine wichtige Information herausfinden. Die eben erwähnte seltsame Gestalt, die weggebracht wurde, war... Zelda? Sehr wohl, Gebieter. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Zelda handelt, beträgt 90%. Geil! Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Fragmente des Schlüssels zu diesem Tor auf demselben Material besteht, wird das Tor selbst beträgt 95%. Ich spüre, dass sich hier in der Nähe Fragmente aus diesem Material befinden. Diese Fragmente sind für die Suche nach Zelda unabdingbar. Daher habe ich sie auch ein Ziel für die Aurasuche festgelegt. Gut gemacht. Fei. Nice. Lalala. Oh, schade. Egal. Ah. Yeah. Du hast ein Schlüsselfragment erhalten. Er ist das Teil des Schlüssels, der aus dem verschlossenen Tor zum Tempel öffnet. Sammle alle 5 Fragmente, um ihn vollständig zu vervollständigen. Es fehlen dir nur noch 4. Ach du meine Güte.
So. Mann, diese Penner haben mir ganz schön zugesetzt. Komm mal her. Nein. Ah! Alter, ich wäre fast draufgegangen. Baumfragment. Ich bin gleich tot. Nö, das sehe ich nicht ein. Ich will das Spiel ohne Game Over schaffen. Okay, das wird schwer. Aber ich versuch's. Alter, was mache ich denn jetzt? Oh, geil, Herzen. Okay. So. Die Fei will irgendwas von uns, aber ich habe jetzt keinen Bock mit ihr zu reden. So. Bester Wurf ever. Kann man sagen, was man will. Das war der beste Wurf. Und der Wurf war... Ah doch, der reicht. Okay. Hä? Yeah. Oh, ein Loch. Hui. Du hast ein Schlüsselfragment erhalten. Es ist deine Schlüssel, der das verschlossene Tor zum Tempel öffnet. Es fehlen nur noch drei. Oh, was haben wir denn hier? Cool. Ah ja. Dann suchen wir mal weiter, Freunde. Suchen wir mal weiter. So. Oh, hier kann man noch graben. Ah! Wow. Hallo? So. Nummer 1 ist tot. Ihr kleinen bösen Jungs. Oh, Alter. Hast du nicht gemacht. Komm. Totale Vernichtung. Nice. Ja, ist ja gut. Alter Junge. Hier. Nimm doch das hier. Oh. Jetzt habe ich hier dann noch zwei Herzen. Warte mal, kommt da noch so eine Tablette? Tablette? Palette meine ich. Da. Och nö. Scheiße, ich brenne. Oh nee. Denkste. Alter. Ah! Oh, Stichattacken bringen doch nichts, Link. Schon besser. Okay, da unten wird mir noch eins angezeigt. Ja, ja, ja. Elden Erz! Nice. Muss ich kurz mal was gucken. Gut, die Brücke da ist weg. Das heißt, wir müssen das hier machen. So. Okay. Dann gehen wir da hoch. Okay. Okay. Oh, shit. Okay. Geld, Geld, Geld. Und Herzen. Oh shit, das wird gefährlich. Gut gemacht. Ja. Nicht nach unten sehen. Entschuldigung. Nein! Oh. Okay, und schnell nach oben.
Boah, mein Hals ist irgendwie trocken gerade. Gibt's ja gar nicht. Liegt am Vulkan wahrscheinlich. Dann machen wir erstmal das. Okay. Nice. Und wir öffnen den Schalter. Wir betätigen ihn, wir öffnen ihn nicht. So. Nice. Aber den Schmetterling nehme ich noch mit. Wenn wir schon mal hier sind. Okay, ich hätte nicht so wild rumwedeln sollen. Aber er kommt wieder. Er kommt wieder. Und 3, 2, 1. Komm! Hab dich. Ja, einen Himmelsfalter haben wir jetzt mitgenommen. Nice. Bling. So. Dann öffnen wir das noch. Oh, ein Scaraboys. Komm her. Die kann man aber auch leider tot treten. Deswegen müsst ihr vorsichtig damit umgehen. Okay. Ich wollte mich nochmal da umsehen, ob da noch so ein Loch ist. Oh, shit. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Luft vor uns liegenden Abschnitt ist extrem heiß. Die Wahrscheinlichkeit, dass deine Kleidung dort in Flammen aufgeht, beträgt 95%. Ach du Scheiße. Du kannst dieses Gebiet schnell durchqueren, indem du sprintest. Ich empfehle dir auch, Suche, um die richtige Richtung zu finden. Ja, die richtige Richtung ist eh da unten. Haben wir ja schon vorhin gesehen. Oh shit. Okay, jetzt muss ich kurz mal was gucken hier. Wir gehen mal hier hoch. Okay. Eine Fee! Achso, ich hab schon... Ja, okay, dann komm her. Dann nehme ich die einfach mal so an. Aber davor mache ich nochmal so. Und da sind nochmal Rubine drin. Und Alienerz, nice! Freut mich. Danke. So. Dann nochmal so. So, da unten müssen wir hin. Ich laufe da mal lieber runter. So. So, wir warten mal, bis beide an sind. Okay. Ja, gut. Und das nächste Fragment. Du hast ein Schlüsselfragment erhalten. Dir fehlen nur noch zwei. Yeah, genau. Nur noch zwei. Wo laufe ich denn mal? Warte mal. Wo laufe ich denn mal da runter? Wo wird mir denn noch einer angezeigt? Da oben. Immer noch da oben. Okay. So. Ja, komm, rutsch. Dann gehen wir trotzdem erstmal hier runter. So. Und gucken hier mal, was hier so drin ist. Gar nichts. Gar nichts. Eine Rubin. Zwei Rubine. Okay. Herzen. Herzen. Okay. Okay. Ah. Aha. Ah, ich habe schon was gesehen. Boom. So geht das. Ah. Das wird jetzt ein bisschen tricky. Aber machbar. Wenn der mal Rollen machen würde. Lol, perfekt? Nicht. Nicht perfekt, toll. Oder? Ja, gut. Hat gereicht. Und wir sehen ein Loch da hinten. Ja, okay, Leute. Ich muss hier einen kurzen Cut setzen, weil ich gerade sehe, dass ich nicht mehr viel aufnehmen kann. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich cutte kurz. Bis gleich.